Kommen jetzt der Spieler-Co-Trainer der MSG Ehrenfalze. André, du musstest früh raus. Wie sieht es bei dir aus, die erste Frage? Du warst ja schon angeschlagen, muss man sagen. Ich bin schon angeschlagen ins Spiel rein, lag mich seit Wochen mit Leistenproblemen rum. Wenn ich unter der Woche wenig trainiere, geht das am Wochenende, aber 90 Minuten von am Sonntag waren dann zu viel. War heute leider schnell rum. Habt ihr mit einigen personellen Problemen zu kämpfen? War das heute auch das Problem? Ihr seid schwer reingekommen, lag meine Sachen völlig zurecht. Hinten in der Halbzeit, zweite Halbzeit wird es dann besser, ne? Also ich denke nicht, dass wir es auf die personellen Probleme schieben können, weil wir trotzdem eine gute Mannschaft auf dem Feld hatten. Erste Halbzeit hat uns, wie du sagst, so ein bisschen die Griffigkeit gefehlt, haben wenig zweite Bälle gewonnen, kamen nicht gut in die Zweikämpfe. Zweite Halbzeit war dann deutlich besser, muss man sagen. Da hatten wir auch eine Phase bis zum 2-0, wo wir wirklich dran waren, wo wir vielleicht auch einen machen können. Aber ging dann 2-0 und man muss im Großen und Ganzen sagen, geht das auch in Ordnung. Ist Zerf da noch einen Schritt weiter in vielen Bereichen als Sieger, als Aufsteiger? So, konnte so in der ersten Halbzeit den Eindruck gewinnen, so ein bisschen, ne? Ja, absolut. Man merkt schon, ne, nicht nur gegen Zerf, dass uns schon noch ein bisschen was fehlt. Musst du immer noch bedenken, dass wir ein Aufsteiger sind. Zerf schon eher Richtung Oberliga blickt. Deswegen war das okay vom Einsatz her. Aber wie du sagst, uns fehlt noch ein bisschen was, um schon mit denen oben mithalten zu können. Jetzt spielt ihr wieder auf heimischer Anlage am kommenden Wochenende gegen Wendisch Bell. Was erwartet euch da? Da sind 3 Punkte aber schon gut möglich, oder? Ich sag mal, vielleicht ein bisschen eher als hier. Ne? Aber wir gehen natürlich in jedes Spiel rein. Gerade zu Hause gewinnen wollen. Haben jetzt letzte Woche jetzt am Sonntag zu Hause verloren. Wollen wir jetzt natürlich am Samstag gewinnen. Wie sieht es personell aus? Bei dir wird es wahrscheinlich eng werden, oder? Ja, also ja, mal schauen. Wahrscheinlich, im besten Fall ziehe ich mich noch mal ein bisschen raus, dass wir ein bisschen durchrotieren können. Ansonsten wird es ähnlich aussehen wie heute. Yannick Lersch war jetzt noch angeschlagen, der kommt eventuell noch mal dazu. Ansonsten steht uns der gleiche Kader wie heute zur Verfügung.